So, hallo Leute und willkommen zum nächsten Video. Und zwar, heute habe ich mal was anderes. Ich habe mal wieder auf eBay gestöbert. Hier kommt mein Finger. Und ich habe diesen Modellbau-Bagger gefunden. Für 20 Euro. Ich blende das euch rechts ein. Und fand ich echt ganz witzig. Ein 1 zu 14 Modell gibt es auch von anderen Firmen. Glaube, da blende ich euch auch mal kurz rechts die Namen ein dazu, wo noch die sonst verkauft werden. Und er ist an sich voll funktionsfähig. Und ihr seht hier oben ja, da ist diese angedeutete Hydraulikleitung gebrochen. Die wurde auch vom Vorbesitzer schon geklebt, und zwar ist das ein Versandrückläufer, der von dem Shop selber auf eBay wieder verkauft wurde. Hat als Effekt ungetestet soweit. Und ich hatte diesen halt schon ausgepackt, um ihn mal anzuschauen, und hatte die Batterie aufgeladen und zeige euch jetzt gleich, wie es weitergeht. So, der Garten sieht zwar im Hintergrund etwas wüst aus. Das wäre das halt nicht das Optimalste. Der Anschalter ist unten drunter. Hier seht ihr auch den Shop, wo es herkommt. Er hat sich bereits verbunden. Ihr könnt ihn auch einfach wieder leise stellen. Er fährt vor und zurück. Hier ist leider keine Funktion. Ich muss mal nachschauen, ob es an der Fernsteuerung liegt oder am Fahrzeug selber. Arme und so weiter funktionieren soweit. Dieses Knacken macht er automatisch. Damit sagt er nämlich, dass es überlastet wird, damit die Zahnräder nicht brechen. Meine Boden ist auch festgewachsen. Ihr vielleicht hört, die Schaufel aus Metall, die Arme sind aus Plastik und der Rest ist auch soweit aus Plastik. Hier hinten drin ist das Batteriefach. Ich weiß nicht, ob ihr es soweit sehen könnt. Das kann man hinten einfach aufdrehen und abnehmen. Seht ihr auch einfach hier den Akku. Hier werde ich, glaube ich, als erstes verändern. Jetzt habe ich noch ein paar Lithium-Ionen-Zellen liegen. Davon halt zwei in Reihe geschaltet, welche auf derselben Spannung mit einem kleinen BMS dazu, alles verkabelt. Aber das zeige ich euch dann noch in einem extra Video. Und dann sind noch weitaus länger funktionieren. Und zwar sind, glaube ich, angegeben, dass er etwa eine halbe Stunde fahren kann. Also, dass man eine halbe Stunde bespielen kann. Hui! Ihr merkt, die Schaufel ist ziemlich schwer.
Ich lage meine Schwerpunkt wieder auf die andere Seite. Und er kommt auch mit etwas Gras zurecht. Nochmal zur Seite. Ihr merkt, die Schaufel hat ziemlich Gewicht nach vorne. Dann fahren sie mal eins weit und fahren wieder zurück. Er hat auch genug Kraft, um sich selber hochzuheben. Also um seine Front anzuheben. Aber es soll es auch erstmal gewesen sein mit diesem Modell. Er kann nicht komplett endlos drehen, sondern hat eine Maximal-Drehrichtung von 680 Grad. Zweimal komplett wären 720, also ein bisschen was unter. Zwei komplette Drehungen kann man drehen von ganz links nach ganz rechts oder andere Richtung. Wie ihr hier seht. Okay, das ist auch das Endanschlag. Dann gehen wir mal komplett wieder zurück. Und zwar dreht sich ja die eine Kette nur vorwärts, aber nicht rückwärts. Wird entweder ein kabelloser sein oder wird wahrscheinlich ein kabelloser sein. Das werde ich euch dann zeigen im nächsten Video. Und wie ich das Akku-Pack baue, weil da muss ich erstmal das WMS dazu bestellen. Das kostet irgendwie 1 Euro, glaube ich. Recht einfach gestrickt. Zellen habe ich noch da liegen. Halterung werde ich mal wahrscheinlich dazu drucken, genauso wie noch eine extra Schaufel. Weil dafür gibt es nämlich auf Thinkiverse, während der Dedugo besitzt, extra noch andere Modelle, wie zum Beispiel Schaufeln, schnell um Baufunktion für die Schaufel. Größtes Akkufach, glaube ich, für die anderen größeren Modelle. Weil das gibt es nämlich auch mit Metallarmen. Ich glaube, Teilgehäuse sogar. Und was auch ganz lustig ist. Jetzt mach ich mal hier an. Das seht ihr, glaube ich, vorne fast gar nicht derzeit. Seht ihr die Reparaturen und Umbauten im zweiten Part. Auch wenn ich das wahrscheinlich zum dritten Mal oder vierten Mal jetzt schon gesagt habe. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Kritik habt oder Wünsche oder irgendwas, was ihr sehen wollt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde euch das Modell nochmal verlinken unten. Genauso wie den Shop, wo er her ist. Wem das interessiert, kann sich ja gerne auch so ein Modell holen. Oder mal schauen, ob man es vielleicht auch günstig kriegt und reparieren kann. Und bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss!